Wieso kommen jetzt erst Pferdespuren da unten im Sand oder sah das gerade so aus? I'm giving you a holster. My way of saying thank you. And thank you. There I was, having a dull day only for you. To liven it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny fella, Arthur. Real funny. Why you act all sour all the time? Yeah, well, you ain't funny at all. So why you gotta act like the court jester? All right, listen. I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me. Sons of Dutch makes us brothers. Sometimes brothers make mistakes. I'm heading back to my little camp round back of Strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. You ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Bye now. Ja! Und tschüss. Ja. Wir haben jetzt ein Zweitholster übrigens. Um uns Details anzusehen. Okay, Zweitholster hier. Ermöglicht es dir, zwei Handfeuerwaffen gleichzeitig zu ziehen und abzufeuern. Oh, geil. Geil. So. Dann würde ich gerne erstmal hier bei Story rein. So. Wo sind wir denn ganz genau? Bei Kapitel 1 haben wir schon alles gemacht hier. So, wir sind bei Kapitel 2. Aber da haben wir anscheinend auch schon alles gemacht. Da schon alles irgendwo markiert wurde. So, ich gehe mal hier zurück. So, Mission abgeschlossen. Siehst du? Sag ich doch. Gut. Dann würde ich mal behaupten, gehen wir mal auf die Karte. Ne, das ist die Kinokamera. Hier ist die Karte. Da ist nicht die Karte. Es tut mir leid. So, jetzt haben wir die Karte. So, wo haben wir denn noch Missionen? Wo haben wir noch Missionen? Hier haben wir noch Missionen. Hier ist ein Brief für uns. Hier haben wir auch noch was. Aber ich würde sagen, wir gehen mal hier hin. So. Lager ist da auch übrigens. So. Machen wir uns mal dorthin auf dem Weg, würde ich mal behaupten. Und wir sind nicht die langsamsten Leute, deswegen würde ich sagen, riden wir mal ein bisschen durch die Gegend. So. Okay. Oh, das passt ja perfekt vom Timing, als hätte ich es berechnet. Als hätte ich es berechnet. So. Kopfgeld bezahlen wir erstmal nicht. So. Okay. Jo. Was eine geile Grafik, ey. Ich sag euch. Was eine geile Grafik. So. Oh Gott. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay. Okay. Ich dachte schon, da läuft was schief, aber anscheinend nicht. So. Wir können jetzt theoretisch noch so weit rauszoomen, aber ich würde sagen, wir gehen wieder in diese Ansicht hier. So. Das ist nämlich das Naheste, was dran ist. Muss ich hier eigentlich permanent A gedrückt halten? Ich glaube nicht, ne? Sieht doch. Und jetzt kommen wir wieder in die Kopfgeldzone. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich sage es nur. Hier vorne ist auch ein Lager. Da sollten wir uns vielleicht mal von fernhalten. Ich weiß nicht genau warum. Ich sage es nur. So. So, komm, das Tempo hier. Das muss auch funktionieren hier. Also, dass das auf einer One X so flüssig läuft, das hätte ich nie gedacht. Und ich reite gerade völlig falsch. Hahaha. Witzig, ne? Ich weiß. So. Alles klar. Einmal hier herum die Kiste. Naja. Ist vielleicht mehr als eine Kiste an so einem Pferd dran. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Oh, da rechts können wir pokern übrigens.
Stimmt, ich erinnere mich. Guten Tag. Und ich glaube, ich sehe schon das Lager da vorne. Oder ist das etwa etwas anderes? Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ne, das Lager war doch hier weiter auf der linken Seite, wenn ich mich da nicht recht entsinne. Oder? Wie seht ihr das? Ja, ja, hier links. Hier links, okay. Ja, doch, ich erinnere mich, ich erinnere mich. So. Wenn ihr es in der Playlist guckt, dann werdet ihr natürlich sagen, ja, natürlich ist er da. Aber wir haben jetzt erstmal einen Ladebildschirm. Ja. Zack, da sind wir. So. Jetzt wollte doch irgendeiner was von mir, ne? Kann das sein? Oder kommt er direkt auf mich zu hier? Arthur! Oh, Arthur! Now you seem in a good mood. I am, son. I am. Let's have some fun. Tonight. Let's enjoy ourselves. Are we having a party? Maybe. Just a little one. Gray? What? Mr. McGuire is back. We're back home now. So come on. So everything's going okay. Uncle Sean is back. And don't you worry, Miss Grimshaw, y'all crone. Ach, das war's schon. Ich dachte, da kommt noch was. Gut, die labern jetzt zwar noch, aber gut. Dann müssen wir theoretisch mal nach hier drüben weiter. So, nach da machen wir einen Wegpunkt. Hat er einen Wegpunkt gemacht? Jetzt hat er einen gemacht, okay. Haben wir eigentlich sonst noch irgendwo was? Aber wie es aussieht, haben wir erstmal sonst gar nichts. Deswegen würde ich sagen, reiten wir einmal von hier unten. Ah, doch, hier oben ist was. Eine Kopfgeldjagd haben wir in Valentine theoretisch noch, aber ich würde erstmal behaupten, ach stimmt, hier oben haben wir diesen Bären erlegt, stimmt ja, stimmt ja. Aber ich würde sagen, wir reiten erstmal dahin. So, hier vorne schätze ich mal, ne? Moment. Mir fällt gerade noch etwas ein. Das sollten wir vielleicht mal vorher machen. Nämlich folgendes. Das hier. Nee, hier nicht. Hier, das meinte ich. Ich nehme mal alles mit, was geht. So. Alter, was ist das denn da für eine Riesenpatrone da? Wo willst du denn die reinpacken? So muss ich das jetzt eigentlich alles einzeln nehmen. Das ist nervig. Ich nehme das mal alles leer. So, ich glaube, jetzt können wir nichts mehr nehmen. Nein, okay. Gut, dann haben wir uns einmal dort mit aufgefüllt. Das ist, glaube ich, erstmal nicht verkehrt. Wie ich schätze, was ist das hier? Das ist ein Stein. Okay. Gut zu wissen. So, ich frage mich auch, warum man im Lager nicht rennen kann. Das ist irgendwie völlig komisch. Hm. Naja, komm. Was soll's hier? Okay, Girl. Und was läuft da unten für Decks durch? Egal. Ja. So. Irgendwie vermisse ich gerade die Musik so ein bisschen. Ich weiß nicht genau warum. Müsste man sich nochmal drüber unterhalten. So. Aber ist so natürlich auch komplett schön. Wie ich finde zumindest. Weil, ich sag's jetzt schon wieder, Grafik ist halt geil. Und die Musik dazu auch noch. Also, das ist echt eine Schwärmerei, ich muss es euch schon sagen. Ich glaube, ich bin mal ein bisschen still und lasse euch die Landschaft genießen.
your thing. Come here. Come here. Okay. Was sagt er da? Ich muss mich konzentrieren. Hey. Auf was muss er sich denn konzentrieren? Also für eine gewisse Jungshaltung sah das irgendwie nicht aus. Deswegen schätze ich mal, können wir das schon mal ausschließen. So, der muss da raus. Entschuldigung. So. Entschuldigung. Oh, was ist hier? Nur eine kleine Kreuzung mit einem Baum, aber... Okay. Mr. Green. Hört man auch irgendwie nichts mehr von der Werbung, habe ich so das Gefühl. Und ich glaube, es gab irgendeine Tastenkombination, wie man das Pferd automatisch dem Weg folgen lassen konnte oder zum Wegpunkt reiten lassen konnte. Ich weiß nur nicht mehr ganz genau, wie die war. Wir können ja mal ganz kurz, wenn ihr das mal entschuldigt, nochmal hier ganz kurz in die Einstellungen gehen und dann gucken wir mal hier bei der Steuerung. So. Kamerainventar. Ach ne, Vibration, ja, die lassen ruhig an. So. Pferdsteuerung relativ zur Kamera, relativ zum Pferd. Ja, fuck drauf, so. Dann würde ich sagen, hier Steuerung ansehen. So. Trank in Kamera umschalten, nach unten schauen, rennen, springen, aussteigen, einsteigen, ziehen, markieren, dead aim. Legen Waffe aus dem Protokoll, Waffen zoom. Gegenstand schnell benutzen, da steht nichts von. Ach, das ist zu Fuß. Ich bin so blöd. So, hier. Nein. Seitwärts reiten, gedrückt halten, Gegenstand, Kamera, Protokoll, Tagebuch, so. Ich finde nichts. Steigen, nachladen. Nee. Ich finde nichts. Nee, ich finde nichts. Ich finde leider nichts, tut mir leid. Gut, dann eben nicht. Aber es gab eine, so viel weiß ich. Es gab eine. So. Stimmt, Sprachchat könnte ich mal ausmachen, theoretisch. Weil, warum nicht, ne? Wir haben ja eh keins. So. Anzeige, da würde mich mal ganz kurz interessieren, was wir hier machen können. Modus, Farbenblind, nein. Das hier lassen wir ruhig an. Dynamisch, statisch, dynamisch. Machen wir dynamisch. Untertitel machen wir. Sprechername, Untertitel braucht kein Mensch. Fadenkreuz. Einfach. Ja. Geht nur Standard. Punktzahl-Timer von mir aus. Fadenkreuz Nachrichten. Nein. Einladung. Nein. Von mir aus. Karte erweitert. Sehr gut. Route an. Online-Informationen. Passt. Ja gut. Wir haben auch nochmal kurz die Einstellungen durchgeguckt, ne? Deswegen gucken wir hier auch nochmal schnell durch. Automatisches Speichern, ja, das ist hilfreich. Falls mal irgendwann was abstürzt, dann haben wir immer noch den Dingen safe. Außer wenn die Aufnahme abschmiert, ja. Das ist dann nicht so optimal. Ich sag es nur, ne? Aber der Spielstand bleibt safe. So viel wissen wir jetzt. Ich hab die Konsole ja auch mit dem Internet immer gut verwohnt. Mit gutem Internet vor allen Dingen auch, das ist immer wichtig. Gutes Internet ist in der Szene, wo ich hier so ein bisschen aktiv bin, immer sehr hilfreich. Deswegen ist in der Cloud der Spielstand auch immer noch mal da. Deswegen ist der eigentlich doppelt gesichert. Einmal auf der Festplatte von der Konsole und einmal im Internet. So. Bei den Microsoft-Servern logischerweise. Weil da ja auch die Xbox läuft. Bei den Servern meistens. So, kann ich das Pferd irgendwo anbinden? Hier vorne, warte. Ich werde auch mal anhalten. Alter. Bremse ich denn das Pferd aus? Pferd anbinden, so. So. Pferd anbinden, immer hilfreich. So. Der ist gar nicht angebunden. So. Gut.
Gut, dann watchen wir einmal ganz kurz hier vorne. Arthur, this is Seamus. He's our new partner. I ain't no such thing. Prospective new partner, if he likes us. Liking ain't the problem. Trusting is, as I said. Keep your voices down. I don't want my boss hearing. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I tell you what. Let us prove ourselves. Prove ourselves? To this clown? What you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen, he's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough. And you know why I ain't dead? You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay. I'll tell you what. Arthur. Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now you go get that. And then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin. By marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now, you survive that. Where is he? Well, he's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more, and they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. And yes, I'd love it. You heard the man. Let's go rob his cousin. By marriage. Wieso laufe ich jetzt eigentlich nach da, wenn mein Pferd da hinten angebunden? Ach, jetzt ist es auf einmal da angebunden. Ja, na gut. Das ist ja sehr realistisch. Das ist wohl alleine da drüber gelaufen und der reitet mich auch noch über. Geil. Okay. Entschuldigung. Really? So. Really? Lead the way. Gott. He said the place is just northwest of here. Me? Arthur. You're the one who's been out gallivanting around here. That's what you call it. Well, clearly you've recovered from your bear encounter. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg dorthin. Würde ich mal behaupten. Wir reiten einfach dem Wegpunkt nach, das ist, glaube ich, am hilfreichsten. I thought you wanted me here to show some strong arm. That's usually how it goes. Yes, but you know how this works. Come on, Hosea. That feller's a joke. And that's why he's perfect. He won't cause us any problems. A safe spot to fence wagons and coaches, that's easy money for us. I guess you're right. Come on, it's not like he's asking us to rob a bank. If the two of us can't steal a stagecoach from Seamus's old crooked cousin by marriage, we should hang up our hats now. What is that here? How you feeling about things now? What things? This place. The gang. Been here a few weeks now. Good, I think. Better. I figured more folks would have cut and run on us, given everything that happened. Like Dutch always says, a lone wolf don't last long out on the plains. He does like to trot that one out. People see that, especially when they get a few years on them. Even someone like Micah. There's a couple of folks I wish had cut and run. Maybe they'd say the same about you. Also wie detailliert dieses Spiel gemacht ist, ne? Das muss man den Entwickler echt mal lassen. Das ist jeden einzelnen Cent, finde ich, bis jetzt wert, das Spiel. Watch out. Ruhig, ruhig. Was ist das denn hier? Ich weiß. That must be the place up ahead. We should go on foot from here. Okay. Dann reite ich mal neben ihn. Let's see what we're dealing with. Okay, er steigt schon automatisch ab, das ist cool. So. Was hat denn der jetzt in der Hand? Ich würde mal ganz gerne. Ach, der hat nur das Ding, okay. Gut. Hätte er klappen können. Ach, das habe ich mir sicher auch gefällt. See the barn in the back. Stagecoach has to be in there. Gut, okay. Gut zu wissen. Okay, let's take a quick look at the place.